Nehmt das Öl. Öl? Ist das hier nicht? Oder ist das oben? Ich laufe mit Entfernen rum, aber das... Nö. Es zuckt sich gerade nicht. Der hat noch die andere Quest. Könnt ihr mir vielleicht einen Gefallen tun? Bringt dieses Leuchtfeueröl zu Halven, damit sie es sicher verwahren kann. Wenn wir das Öl weiter weglagern, finden so wie vielleicht... Ja, okay, ist der gleiche Text nochmal, aber... Ich kann nichts aufnehmen. Okay. Der Ring ist auch dort. Ist das vielleicht woanders? Ich denke, das ist das Ding, aber ist die Quest gerade buggy? Ich hoffe nicht. Wird uns mal kurz reloggen, vielleicht hilft das. Naja. Also mit Entfernen kriege ich nichts dran. Okay, ich probiere das einfach mal. Das ist jetzt doof. Das ist doof. Ihr braucht sehr lange. Alles klar. Hohoho. Bitte lass mich das Öl aufnehmen. Yes. Leuchtfeueröl wird getragen. Danke. Gewitter, aber... Oh, oh. Oh, oh. Nein! Das klingt ganz komisch. Bitte, 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 lauf weiter, lauf weiter! Komm schon! Oh, oh. So. Nachdem ihr das Leuchtfeueröl abgeliefert habt, hört ihr, wie jemand euren Namen flüstert. Ah. Krass, ey. Ja, was gibt's denn? Hallo? Tut mir leid, dass wir uns nicht am Leuchtfeuer treffen konnten, aber... Latbin schnüffelte dort herum. Hab ich gesehen, ich habe mich mit ihm unterhalten. Die Wachen vertrauen euch wirklich, nicht wahr? Es ist wirklich ein großes Glück, dass das Schicksal euch zu uns gesandt hat. Wenn ihr Halven sagt, dass ihr ein Fass mit Waffen braucht, wird sie es euch bestimmt gerne überlassen. Flugblätter zu verteilen ist eine Sache, aber wir werden Waffen brauchen, wenn wir unsere Pläne in die Tat umsetzen wollen. Irgendwann wird es Kämpfe geben. Das steht leider immer fest. Oder steht leider fest. Immerhin wissen wir, dass wir im Recht sind, wenn es soweit kommt. Wenn ihr das Fass mit den Waffen bringt,
Habt, also wenn ihr das Fass habt, bringt es zu mir vor den östlichen Eingang zur Stadt, unterhalb der Klippen im Süden. Moment. Wartet, bis ich weg bin, bevor ihr mit Halven sprecht. Wir wollen ja keinen Verdacht erregen. Ein Fass mit Met wäre mir lieber. Aber das Fass kriegst du doch nicht. Okay. Was benötigt ihr? Ihr sagt Halvin, dass Latben euch gebeten hat, ihm ein Fass mit Waffen zu bringen, damit er die Wachen der Feste Angebet neu bewaffnen und so verhindern kann, dass Unruhestifter das Leuchtfeuer neu entfachen. Halvin nickt. Das war in letzter Zeit ein echtes Problem und dabei wird immer so viel Öl verbraucht. Was, wenn wir es brauchen? Ihr könnt ihm die Waffen selbstverständlich gerne bringen, mein Freund. Auf der anderen Seite des Brunnens steht ein Fass mit erstklassigen Waffen. Halt, nicht so schnell! Daneben steht ein Fass mit rostigen Waffen. Passt also auf, dass ihr nicht aus Versehen das falsche Fass nehmt. Nehmt eins der Fässer. Und bringt es zu Meton am unteren... Er hat ja nicht gesagt, was für ein Fass, oder? Hä? Hinter mir. Da. Sieht man die? Das ist ja auch cool. Das ist das Waffenfass, genau, mit hochwertigen Waffen. Das sieht man schon, ne? Es sind Schwerter drin und so. Und das hier. Also der Unterschied zwischen rostigen Waffen, das sind doch nicht mal Waffen. Das sind Handwerkzeuge. Irgendwelche Mistgabeln und Hämmer und Pickaxe. Errate mal, was wir tragen werden. Er kriegt irgendwelchen Schmuh. Hm. Ach so. Mistmesser und Mistlöffel? Ja, genau. Heißt, ich muss raus und dann einmal rum? Wieso gibt es zwei Ringe? Bin ich verwirrt. Ist der zweimal da, der Typ? Okay, das war der Fliege. Quatsch. Oh, oh. Er schaut sich die rostigen Gerätschaften an und zuckt mit den Schultern. Besser als nichts. Ich bin euch für eure Unterstützung sehr dankbar. So wie wir alle es sind. Oder sein werden, wenn ihr die anderen endlich kennengelernt habt. Und das wird schon bald passieren, denn es steht ein Treffen an. Unsere Pläne wurden in Gang gesetzt und bald ist die Zeit zum Handeln gekommen. Ihr dürft der Versammlung gerne beiwohnen. Oder Essenz. Was? / Essenz des lebhaften Erkunders / Kiste. Okay. Verwandte Seelen. Ihr könnt gerne an dem Treffen teilnehmen, mein Freund. Viele, die so denken wie wir, werden zugegen sein. Und sie werden euch kennenlernen wollen. Geht in den nördlichen Teil der Stadt Linhir und klopft an die bronzene Tür gegenüber des Brunnens. Nennt meinen Namen, um eingelassen zu werden. Wir sehen uns dort. Findet den Eingang zum Gebäude. Okay. Na dann? Wir müssen sowieso nach Linhir. Linhir ist aber ganz drüben, ne? Da brennt auch ein Leuchtfeuer.
Und ich frage mich... Mal, da ist noch so ein Lager. Das ist auch ein brennendes Leuchtfeuer. Da ist die Musik. Danke. Ich guck mal, ob es hier jetzt nicht irgendwie eine Aufgabe gibt, die aufploppt. Und ich würde ganz gerne... Das Pelagier? Oder ist das davor? Man sieht nix, ey. Nix. Das Pelagier. Okay. Ach. Hat eine Suppküche, ey. Unglaublich. So, und das Lager musst du irgendwo reingehen. Es sind auf jeden Fall welche drin. Ah. Die Beute von Tamar Aklam. Ihr erspäht in Tamar Aklam einige Truhen, die vermutlich mit gestohlenen Reichtümern gefüllt sind. Untersucht diese Truhen, um zu sehen, warum die Räuber so beschäftigt sind. Als ihr euch dem Lager der Räuber nähert, hört ihr einige der Banditen unzufrieden grummeln. Wir hatten seit Tagen keine vernünftige Rauferei, klagt einer. Vielleicht könntet ihr etwas gegen ihre Langeweile tun, mit einem kleinen Kampf. Oder 12. Einem kleinen oder 12? Das für... Hä? Was ist das für ein Sprung? Okay. Ich schmetzel alles nieder. Wir können ja mal wechseln. Let's go. Achso, und Tröten können wir auch noch. Und das Essen können wir auch noch. So. Guten Tag. Bogenschützen. Ey, sind hier nur Bogen... Ja, toll. Wie soll ich denn so sammeln? Abgeschlossen. Hey, Räuberbezwinger, dankeschön. Neue Tat. Zwischen den alltäglichen Gegenständen in dieser Truhe findet ihr auch einen Stapel ordentlich zusammengefalteter Papiere. Vielleicht sind es Befehle, Pläne für Angriffe auf Siedlungen oder Reisende. Nein, ein kurzer Blick offenbart, dass es sich um Liebesbriefe handelt. Schlecht geschriebene Liebesbriefe, die am besten niemals jemand lesen sollte. Oh je, welche Frau musste sich das dann antun? Oh, schlecht geschriebene Liebesbriefe. Aber aufgehoben wurden die trotzdem. Hallo Steven K.O. Was stand drin? Kann ich leider nicht sagen. Das wird mir verheimlicht. Tut mir leid. Ich hätte es auch gewusst. Gerne gewusst. Und du wehst mal so ein Stück in die Richtung hier. Ups. Das war doof. Alles Bogenschützen, ey. Ach. Wenn ich das gewusst hätte, dass ich eh zu jedem hinlatschen muss, ich auch in Rot spielen können. Nützt mir die Fläche nichts, ich kann mein Schwert nicht werfen.
Okay. Und hier ist drin. Achso, lädt. Ihr öffnet die Truhe statt der erwarteten Goldmünzen und glitzernden Juwelen, seht ihr jedoch nur ein altes, modriges Hemd. Warum sollte das jemand aufheben? Oh, das frage ich mich manchmal auch. Warum sollte man etwas so modriges, vielleicht ist es das absolute Lieblingshemd. Schon 30.000 Mal gewaschen und immer wieder gern getragen. Oh cool, ich kann fliegen. Ich fliege! Mist, jetzt nicht mehr. Oder ich springe gar nicht. Er ist übel heute. Ist er schon tot oder lebt er noch? Jetzt springe ich nicht mehr. Okay. Doch. Ich möchte gern fliegen. Jawohl. Wuhu. Lass mich in der Luft stehen. Ja, also ich lebe noch. Okay. Irgendwann falle ich hier einfach nur noch runter. Kann auch kaum rückwärts laufen, oder? Ja. Hohohoho. Dieses Abfällige, okay. Was? Wie? Ich war doch gar nicht abfällig. Ich habe geantwortet wie immer. Ist zu weit weg? Ist zu weit weg? Puh, ich kann nicht mal flüchten. Das geht auch nur in Schüben. Stirbt jetzt der Server? Also 70 FPS ist doch okay. Sieht hier zwar nicht nach 70 FPS aus, aber... In Schüben passt du da rein? Nein, in Schüben spiele ich gerade. Kann aber nichts tun. Jetzt. Jetzt. Danke. Oh, guck mal, das ist schon wieder Respawn, weil wir so lange gewartet haben auf diese Typi, ey. Mann, oh Mann, oh Mann. 3 Jahre später, ey. Einen einzigen Gegner. Unglaublich. Okay. Ein Schubladler? Nee, ich nicht. Falsche Region. Falsche Region, Red Kali. Hört man vielleicht auch ein bisschen raus. Aber nur ein bisschen. Ich brauche noch so ein paar Kisten. Eine kleine Kiste mit irgendwelchen alten Schuhen, die da so schön muffeln. Oder was gibt es denn noch? Spielzeug. Eine Spielzeugkiste. Vielleicht gibt es auch eine, wo Essen drin ist. Schon seit Ewigzeiten. Und die dann die ganze Zeit in der Sonne stand. In dieser Truhe liegt eine kleine Vorratskiste. Ihr öffnet den Deckel und findet eine Schatulle. Die Schatulle wiederum enthält einen dicken Leinensack. Ihr blickt in den Sack und findet darin eine kleine Truhe. Ihr öffnet die Truhe und erwartet, etwas Wertvolles zu finden. Etwas, was zumindest für irgendjemanden einen Wert hat. Doch die Truhe ist leer. Und dann begreift ihr, dass die Behälter die ganze Zeit über der Schatz waren. Ja. Ich meine, immerhin habe ich hier den Raufbolden ein bisschen die Langeweile vertrieben. Sie wollten doch eine Rauferei haben. Sie bekommen eine Rauferei, bitteschön. Ist ja auch was Tolles.
Auf den ersten Blick scheint die Truhe leer zu sein, doch ein erfahrener Abenteurer weiß, dass der äußere Schein trügen kann. Ihr klopft auf dem Boden der Truhe, er klingt hohl. Aha, ein doppelter Boden. Ihr zerrt ihn mit den Fingern auf und kippt den Blick auf ein Geheimfach frei. Es ist leer. Abgeschlossen. Ist doch kein Wunder, bei dem Wetter klappt das WLAN in Gondor einfach nicht. Die gehen die Signalfeuer dauernd aus. Der ist gut. Der ist gut. Ja, so ist das wahrscheinlich. So ist das. Deswegen geht hier einfach so. Aber weißt du, es würde auch erklären, es geht ab und zu stockend. Ab und zu ist so voll laggy und dann geht's wieder. Nachdem ihr die Truhen, die haben wahrscheinlich wieder Öl ins Signalfeuer gekippt. Nachdem ihr die Truhen der Räuber gründlich inspiziert habt, könnt ihr mit Gewissheit sagen, dass sie entweder größtenteils untätig oder größtenteils unfähig sind. Yo, das habe ich schon seit 16 Jahren gewusst. Wenn du einmal ein Räubercamp auseinander nimmst, weißt du, dass das einfach nur Plinsen sind, ey. Plinsen, alle. Alle Mann. Deswegen sind es Räuber geworden. Die ganze Zeit zuckelt da drüben mein OBS. Das Fenster verschwindet kurz und ist wieder da. Das sieht irgendwie überhaupt nicht gut aus. Ich habe immer Angst, dass es sich kurz schließt. Und irgendwann ist OBS einfach aus. Falls ich einfach mal weg bin, ne? Es tut mir dann ganz doll leid. Das war keine Absicht. Ey, ich würde dann versuchen, den Stream so schnell wie möglich wieder zu starten. Aber irgendwas läuft hier überhaupt nicht rund. Oh, hi. Zwei von der Tanke sind auch wieder da. Achso, ich brauche noch einen Räuberanführer. Wo ist denn einer? Ein Anführer. Nö, 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 nö. Ein Anführer, ein Anführer, ein Anführer. Irgendwo hier im Lager, aber... Okay, BDT habe ich gar nicht durch. 37 von 60. Einfach so nebenbei schon mal geschafft. Also hier die Ecke ist ganz schlimm. Hier ist irgendwie so toter Winkel. Ich weiß nicht, ob die eine Bleidecke drin haben. Haha. Auf jeden Fall ist ein ganz mieses Signal. Ups. Ma, Internet-Speed-Test. Hier in Gondor, oder was? Anführer? Jawohl. Bitte diesmal gleich töten. Los, komm schon, Erbarmungsloser. Zieh durch. Ach. Das sieht echt schlimm aus. Was? Was? Sie hat mich gerade über 40 Meter getroffen? Wie denn? Willst du mich verarschen? 21 Meter, egal. Was hat der für einen Arm? Er ist doch nicht Gogo Gadgetto Banditenanführer. Danke. Na klar. Dachte bei dir wegen OBS. Also... Nee, das hat irgendwas mit den USB-Sachen zu tun, weil mein Stream Deck zuckelt auch und die Maus geht auch ab und zu das Licht aus. Okay, wird bereits verwendet. Das hat es vor dem Update schon ein paar Mal gemacht, aber heute ist es richtig schlimm. Und solange da nicht steht, ausgelassene Frames irgendwie, das ist eine Null, lasse ich so. Ich hoffe nur, dass er einfach
Nimm doch auf. Es läuft durch. Nimm einfach weiter auf. Bitte, bitte. Kleiner Rechner, mach das. Also heute ist ja... Boah. Das habe ich lange nicht gehabt. Aua. Sah nicht gut aus. Ui. Wir drehen uns im Kreis. Ja. Verheerender. Danke. Irgendein Schlag. Mach irgendwas. Obso, du kriegst es kaputt. Komm schon. Den da. Danke. Aua. Also Tama Aklam Katastrophe. Anderes Wort fällt mir gerade dafür nicht ein. So, hier ist aber auch noch was. Wie Rain. Jetzt ist mir schlecht. Ich habe die komplette Merci-Schokolade gegessen. Was? Ja. Zu Recht. So. Wieso hast du die komplett weggenascht? Wie viel ist das? Wie viel Schokolade hast du da auf einmal in dich reingestopft? Also mein Schokoriegel liegt hier noch. Ich habe den nicht angerührt. Esse ich morgen. Ach, hier ist dieses Lager gewesen von Aragorn. Die haben sich hier versammelt. I remember. Hier haben sie sich alle versammelt. Das war richtig cool. Geschützt hinter diesen Steinen. Ist da noch was drin? Einige waren hier so Spitzen, das war irgendwie voll cool. Lager der Schatten, ja genau. Komme ich hier irgendwie auf einen... Nee, nee. Mal. Bisschen so. Oh, nee. Nein. Nein. So. Stimmt. Das war cool. 150 Gramm war nur noch drin. Na ja, okay. Ich habe eine Ausweichensessenz gefunden. Ja, toll. Ausweichen brauche ich unbedingt. Gut, hier ist nichts drin. Und das ist R-Tier. Sie hat mich keine Quest dorthin geschickt. Ich reite jetzt einfach mal so hin. Auf gut Glück. Ob ich da vielleicht noch irgendwas bekomme. Aber das sieht doch schon mega aus. Aber weißt du, liebes Spiel, können wir irgendwie cooles Wetter machen? Ich will ab und zu Fotos machen. Bei dem Regen ist es voll doof. Ach, da muss ich wieder so viel nacharbeiten. Was haben wir denn da? Lass Roland in Ruhe. Wen? Roland Regen. Ach Gott. Die Abkürzung ist, oder die Trennung des Wortes ist aber auch gut. Banditenscharmützel. R. Scharmützel. R. Oh, eventuell Spannungsprobleme. Habe ich auch schon eine Tastatur geschrottet bekommen. Eventuell eine Power-Hub, zum Beispiel Monitor dazwischen schalten, wenn er einen Eingang oder mehrere Ausgänge hat. Ein Power-Hub? Na, ich habe es immerhin getrennt, dass die Monitore über eine Steckerleiste gehen und der PC. Also es sind an zwei verschiedenen Steckdosen. Aber ja, ich kann nicht wirklich alle USB-Ports an meinem PC benutzen. Es sind 4 von 6. Plus, na gut, USB-C zählt ja auch noch, also 7. Und da sind 2, die sind so rötlich mit super Highspeed, hast nicht, die kann ich gar nicht benutzen. Da wird kein Stick erkannt, nichts, kein Handy lädt, gar nichts. Die sind völlig für den Arsch. Und USB-C-Ausgang ist auch total Banane. Also das Mainboard, I don't know. Seit einem Update, was ich irgendwie vor Jahren mal gemacht habe, ich habe aber keinen Bock, das nochmal zu installieren. Spinnt das total rum. Ich habe mir einfach eine...
Zusatzkarte geholt, eine kleine PCI-Karte. Weil ich die Beleuchtung nämlich nicht benutzen konnte, weil die immer schwankt. Deswegen, alles was nur USB-Strom braucht, geht über so einen Ladeknuddel mit mehreren Ausgängen. Da doof. Und der Rest geht übers USB. Aber hier ist nichts.